Hey Leute und herzlich willkommen bei Daisy Standalone mit mir, dem Johnny und dem Manuel. Ja, Hallöchen miteinander. Und wir spielen Daisy. Und endlich. Die Alpha-Version. Endlich ist die Alpha-Version von Daisy Standalone rausgekommen. Ungefähr ziemlich genau ein Jahr verspätet. Als geplant. Es geht noch, ne? Ist es ja nur ein Jahr. ja, Quatsch. Ja, es steht auch am Anfang, wenn man das Spiel quasi startet, steht auch extra eine Meldung, dass es noch die Alpha ist und dass es noch sehr viele Bugs gibt und dass man das bitte berücksichtigt. Nein, tun wir nicht. Und das werden wir, denke ich mal, auch noch ein bisschen bemerken. Ja, glaube ich auch. Im Laufe dieses Let's Plays wird das noch zu sehen sein, denke ich mal. Einfach jetzt ja, so. Ja, ich habe mir hier schon schön, wunderschönen Charakter erstellt. Der, Leute, raucht. Oder... Ja, und ich hätte mir eigentlich auch schon einen erstellt, aber bei mir ist irgendwie das Problem, ich muss leider mit einer Frau spielen, einfach deswegen, weil er meinen Charakter nicht speichern möchte. Und wenn ich auf Charakter gehe, dann kommt ein Typ, den habe ich mir schon erstellt, und wenn ich dann aufs Zurücksetzen gehe, Zurücksetzen auf, als Standard halt so, dann, so wie Juna, dann klappt das auch so, aber wenn ich auf Zurück gehe, bams, habe ich mir eine Frau. Ja, muss ich halt eine Frau spielen. Dum, dum, dum. Aber nur gut. Haben wir auch mal etwas Weibliches hier im Let's Play, das ist doch schön. So. Mit einer etwas tieferen Stimme aber. Oh, nein, was habe ich gemacht? Oh, okay. Ich würde mal sagen, wir suchen mal einen Server, oder wie sieht's ja, aus? Ja, wir spielen das abends und ich glaube, dass die meisten Server nach Originalzeit sind. Das heißt, es wird jetzt dunkel sein, aber das können wir mit ein bisschen Gamma. Nicht überall, zum Beispiel der eine hier ist 24 Stunden Tag. Ach, wo ist der? Aber der ist leider voll. Gerade. Nee, Quatsch, nee, drei sind frei noch. Also bei mir sind es mehr, aber ja. Bei mir ist NL Elite, 24 Stunden Day. Okay, dann habe ich noch einen anderen. Warte mal, wir können ja. Hier gibt es Verlauf, Freunde. Ich habe keine Freunde. Oh nein, jetzt nicht. Ich könnte hosten. Bei mir 64. Ich könnte einen Server hosten. Aber wir wollen ja nicht alleine spielen, oder? Ja. Nö, wir machen schon ein paar andere. Dann sortieren wir nach Ping. Ja. Die geringste bei oben ist. Ja. Ach, die geringste? Ich habe jetzt halt die ja, höchste. Dann so, jetzt hab ich die geringste oben. Ja, das ist hier Baluba, hosted by Vila, ne? Nee. Wer ist bei dir oder so? Daisy RU. Dann hosted by MPGS. Oder, warte, ich join einfach einen Server und du joinst mir nach. Ja, okay. Ja. Geh mal oben auf Freunde. Ah, da, ja, okay. Bin ich da drin? Ja, okay, dann join mal auf dem gleichen Server, wo ich bin. Ja, warte auf Horst. Horst. Oh, es ist Tag, leck mich am Arsch. Horst. Geil. Weil ich sehe aber gerade noch nichts. Und meine. Also, wir spielen das beide blind. Wir sind einmal reingegangen, zu gucken, was so ist mit den Einstellungen. Apropos Einstellungen. Okay, ich bin am Strand. Ich bin auch am Strand, aber. Spawn ich immer hier am Strand. Alter, meine Videosettings gehen gerade mal gar nicht klar. Okay, Maps gehen natürlich auch nicht. Ich habe noch keine Map gefunden. Spielst du in der. Gerade voll wenig Frames, ey. Das ist ein bisschen unberuhigend. Muss man auf normal spielen, Moment. Ich sehe hier erstmal jetzt ein paar Häuser, in die ich reingehen werde. Werde ich auch gleich, wenn ich mit den Einstellungen fertig bin. Alter, ich habe gerade leicht... Oh, sag mir nicht, dass das Spiel genauso scheiße läuft. Ah, jetzt geht's. Einigermaßen. Ich habe momentan eher das Problem mit der Maus ein bisschen. Ja, das mit dem Umgucken funktioniert doch, auch. Ich finde die... Ich bin jetzt schon durch, durstig. Willst du mich verarschen? Ich bin nur gerade gespawnt, Alter. Steig ich... Wie hüpfe ich denn? Mit der Taste? Ja. Oh Gott, Alter, was ist denn da los? Was mache ich denn jetzt hier? Ich wollte gar nicht schlagen. Oh, ich schlage jetzt erstmal ein bisschen hier rum. Ich komme hier mit Fäusten rein. Leicht gruselig. So, mal gucken, ob wir hier irgendwas finden. Meine Ego-Perspektive. Moment. Irgendwie bin ich zu blöd, um eine Tür hier gerade zu schließen. Wie mache ich das denn? Ach, das muss man mit dem Mausrad machen. Mit Maus. Wow. Ah. Ja, Manu ist noch ein bisschen. Alter! Okay, meine Sichtempfindlichkeit ist gerade ein bisschen. Warum bin ich auch immer so langsam? Warum bin ich so langsam? Du kannst, glaube ich, innen drin nicht rennen. Warte, wollte ich mal. Aber ich kann draußen auch nicht mehr rennen. Ich glaube, ich hab irgendwas dann verstellt. Dann mach Doppelshift. Ach, so geht das Inventar auf. Ah. Ach nee, du kannst, wenn das. Hä? Ah, mit V ziehst du deine.
Ne, mit Leertaste ziehst du deine. Die Fäuste, ja, sehe ich auch gerade. Und dann kannst du schlagen mit links. Ja. Ich habe Schuhe gefunden. Mit Linksklick. Kann die Schuhe nicht auch. Aber ich kann. Jetzt. Schuhe nehmen. Ah, okay. Hat ja, du bist du das? Was? Wo? Hi. Was, wo? Ich bin nicht hier. Hier steht irgendjemand. Ey! Ah, hier sind zwei Leute, Das bin ich, der eine bin ich, Welcher von, du bist die Frau, ne? Welcher bist du? Ich bin die Frau. Ich schlag dich nicht, ich schlag der, den den Typen schlägt. Okay. Jetzt hau mich doch nicht! Ich hau den Typen mit. Entschuldigung. Ich bin da mit dem blauen Shirt. Ah, scheiße. Gib ihm! Jawohl, gib ihm! Du Bastard! Die! Die, bitch! Wo ist er? Joa, was? Er hat sich weggebackt. Joa, an Kos... Was? Was bin ich? Komm her. Hä? Er schlägt ihn. Ich bin ohnmächtig, glaube ich. Da kommt irgendwie so Blut. Ich glaube, ich bin ohnmächtig. Liege ich da irgendwie auf dem Boden? Nee, du stehst und guckst irgendwie nach oben. Ich kämpfe gerade noch mit ihm. Ich bin gerade Johann Cousins, was? Nein! Ja, bin ich jetzt auch. Ich glaube, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Er hat uns beide getötet! Oh. Neustart. I assure you will like to respawn versus kill your current character. Kann ich jetzt, auch wieder auf ja? Kann ich jetzt wieder. Ja, mach Restart. Ach, ja, ich weiß, wo ich gespawnt bin. Auf Neustart dann. Ja, ich weiß, wo ich gespawnt bin. Ich bin in Elektro gespawnt. Oh, endlich eine Stadt, die ich kenne, ey. Warte, wo bist du? In Elektro. Ich bin wieder am Strand. Ich bin am Hafen. Und das ist in Elektro. Ich kenne die Karte ja. Oh, ich bin jetzt genau da, wo der Typ jetzt auch eben war. Dann klopp ihn nochmal. Warte, ich habe meine Taschenlampe in meinem... In meiner Hose, wie geil ist das denn? Sehr cool gemacht. Ich habe auch was in meiner Hose. Oh Gott. Meine Hose hat... Ah. Wo ist denn hier der Zugang zum Dingens? Da hinten, glaube ich. Ist der jetzt weg? Hier liegen unsere beiden Leichen. Kannst du die ausziehen? Ja, was habe ich denn hier gefunden? Hat der hier schon alles ausgeräumt? Was ist denn das hier? Kannst du die aufnehmen, da liegen Stöcker. Hallo. Ach, hier ist das. Was ist das? Wooden Stick. Okay. Kann ich nie aufnehmen. Kann ich einen Stock nehmen? Nein. Was mich momentan so ein bisschen wird, ist halt so die ganze. Naja, nicht Steuerung, aber wenn man sich halt umguckt und sowas. Das finde ich ist ein bisschen schnell immer noch, gerade bei mir. Ach, ich habe jetzt einen Stock mitgenommen. Kann ich den jetzt in mein Inventar packen? Kann ich damit schlagen? Nee, schade. Oh, ich hab einen Stock gefunden. Ist das nicht schön? Hammergeil. Upsa. Ach, die Quatsch, bin ich in. Oh mein Gott, ich bin in Tscherno. Mein Gott. Ich sag erstmal in Elektro sein. Ich bin in Tscherno noch besser. Wobei, nee, Elektro ist cooler. Gucken, wie die das hier so alles aufgewertet haben. Wenn ihr so leichte Frame-Ruckler habt, dann liegt das daran, dass ich die wirklich habe. Weil irgendwie zieht das. Läuft das Spiel immer noch so unflüssig wie. Das normale Daisy. Ist da jemand drin? Ich muss mal nach der Aufnahme mal ein bisschen in Einstellungen rumgucken. Ja, ich geh mal in das Haus da hinten. Lalala, I feel thirsty. Ja, ich muss auch erstmal was finden, du Schlampe. Mein Typ ist jetzt schon durstig hier. Hey, ich hab einen Typen. Wie ein Typen? Ja, ich bin ein Mann. Glückwunsch. Ach so, ja, weil dein Charakter resettet wurde. Ich sollte jetzt auch meine grünen Schuhe haben, ja, hab ich. Wenn du einmal stirbst. Aber ich kann hier echt nichts aufmachen. Die ganzen Schränke ist alles zu. Ja. Geil, ich hab einen Flügel gefunden, wo Blut dran hängt. Ich will jetzt spielen. Ich hab ein schwarzes Shirt. Ich kann leider nicht spielen. Sieh ich das jetzt an? Ah, okay, cool. Jetzt habe ich ein schwarzes Shirt an. Geil. Batterie und Taschenlampe kombinieren. Kann man die kombinieren irgendwie so? Ja, du musst die Taschenlampe unten in deine Hände packen. Ja, und dann die Batterie hinterherziehen. So. Und dann musst du das obere anklicken von diesen leeren Feldern da. Und dann musst du noch Turn on. Verliert Verbindung. Ha, Lappen. Da ist ein Eimer. Habe ich Batterie jetzt fallen gelassen? Links ist fallen lassen, ne? Also die linke Fläche. Ich habe hier noch gar nichts gefunden, Alter. Irgendwie ist hier nichts gespawnt. Ich auch noch nicht. Nicht, ich kann hier mit nichts interagieren. Irgendwie ist hier nichts gespawnt. Komisch. Das Einzige, was ich bisher gefunden habe, war so ein scheiß Stock. Ich habe jetzt noch eine Hose gefunden. Hat die mehr Plätze als... Ich habe keine Ahnung. Ich kann sie auch noch nicht... Nee. Turn off. Ist jetzt an oder aus? Ja, turn off ist aus. Aber im Moment ist so. Ah, jetzt. Hä?
Ich gehe jetzt mal ein bisschen joggen hier so. Lalala. Ich jogge auf der Straße, Zombie-Apokalypse und so. Ich gehe mal ein bisschen joggen. Das Spiel läuft noch sehr unflüssig bei mir. Finde ich so geil. Ah, okay, das hat er getan. Aber momentan geht's noch. Ja, okay, die Hose kann ich irgendwie nicht aufnehmen. Hat gerade bei dir ein Zombie geschrien? Ich habe nichts gehört. Hat einmal kurz einen Zombie schreien hören. Da kommt ein Vogel. Ich mag den Vogel nicht. Also, Tscherno haben die jetzt grundlegend nicht verändert. Sehe ich gerade mal so. Also, die Gebäude sind hier so, wie ich sie kenne. Versuch mal eine Map zu finden, damit du weißt, wo du bist. Ey, das hier ist aber neu. Ja, ja, ich versuch's, aber ich gehe hier überall immer rauf. Ja, ich würde auch gerne eine Map finden, aber damit ich... ich kann nix. Ich würde auch gerne mal... Ah, jetzt auf einmal rennt er wieder, was ist ärgerlich für ein Homo. Ja, wenn du Shift drückst, kannst du gehen, wenn du... Ja, nee, aber auch wenn ich mal nix drücke, dann... Ja, dann wenn du gehst, drück mal rechte Maustaste. Dann, das kann auch sein. Also einmal rechte Maustaste. Also, dann kann ich... Ah! Ach, okay. Weil der dann halt im Visiermodus ist. Aber wenn du keine Waffe hast, ey, da hinten sind neue Gebäude. Hallo. Da sind so richtig dicke Hotels da hinten. Okay, hier ist ein Schild. Also nach rechts komme ich nach Kambivobo. Links komme ich nach Kun. Kamini? Keine Ahnung. Kun Irahibin oder so, keine Ahnung. Russisch. Warte, in welche Richtung ist denn Wasser? Also wenn du guckst. Warte, das ist dämliche Frage, warte. wenn ich auf Wasser drauf gucke, dann kann ich nach links, Kamishovo, nach Kon irgendwas, und wenn ich nach rechts gehe, nach Kimbovo. Ich habe Schraubenschlüssel gefunden. Lauf einfach mal so, dass das Wasser links von dir ist. Links von mir? Nee, okay. Andersrum. Nee, doch, war richtig. Wasser jetzt? Links von dir, ich kann die Schraubenschlüssel nicht aufnehmen. Okay. Hallo. Ja, ach, da ist auch vergessen mal, dass das hier ist. Wrench. Badly damage. Ist hier wieder irgendwas? Badly damage. Geh mal weg, Stock. Ne, hier ist nichts, schade. Ha, ich hab einen Schraubenschlüssel, Junge. Hab ich den jetzt auch in der Hand? Hihi, ich hab einen Schraubenschlüssel zum Schlagen. Ein Schraubenschlüssel? Ja, ein Schraubenschlüssel. Ich hab einen Schraubenschlüssel zum Schlagen, Junge. So. Geil. Mal Stress hier. Junge! Alter, ich hab 15 Frames in Tscherno drin, wobei es ist auch die größte Stadt, aber trotzdem, mein Spiel ruckelt gerade ziemlich. Ich muss echt. Man kann nicht schneller laufen. Doch, oder? Nur Doppel-W. Wie in Minecraft. Ach ja, okay, aber dann verliere ich ja schneller Wasser, ne? Ja. Also, dann wird er schneller durstig. Man hat irgendwie keine direkte Übersicht am Bildschirm, ob er jetzt nun blutet oder durstig ist oder Hunger hat. Das finde ich ein bisschen schade. Ja. Und jetzt läuft mein Spiel schon mal leicht. Das sieht man, wenn man Tab drückt und dann im Inventar ist, dann steht da Thirsty oder sowas, ja, ne? Das ist bei mir das, auch. Das heißt. Ja, das ist durstig. Ne, Moment. Ja. Doch, ja. Thirsty ist durstig. Englisch 4. Ich hab nur 1 bis 2. So, das liegt hier an der Lehrerin und nicht an mir. Ey, da ist. Ah, jetzt kann man hier in die ganzen Gebäude. Was war das da oben gerade? Ah, eine Laterne. Jetzt kann ich in die ganzen Gebäude hier reingehen. Was liegt da? Da ist ein neuer Hut. Basecap. Geil, ich hab eine Basecap, Junge. Oh, ich hab sie auf. Wow, was war das? Hat hier gerade was geschossen? Hä, ich check das nicht, ey. Hier ist eine Waschküche. So, jetzt. Da. Okay, das sieht nach was zu trinken oder essen aus. Drink Soda. Juhu! Hier ist Soda. Wenn du was aufnehmen willst, also bei einem normalen DayZ war es ja immer, Ja, mit Mausrad und dann auf ja, Gear. Das, jetzt das muss einfach nur noch Maus. Muss einfach nur Mausrad, Tab. Ne? Aber du kannst auch einfach Tab, dann ist es ach, in der Tab. Umgebung, dann kannst du es aufnehmen. Ich hab's gerade getrunken, aber es funktioniert nicht. Ach, ich hab's auch getrunken. Bin ich jetzt. Also, ich konnte eben das T-Shirt mit Mausrad aufnehmen, wenn ich. So wie auch Türen schließe halt. Hier schießt gerade jemand, glaube ich. You already using something. What? Ah, I need a drink. Ich habe leider keinen Wasserhahn hier gerade. Jetzt kann ich es trinken. Ah, jetzt trinke ich es. Ich habe gerade eine Soda getrunken. Übrigens hat Fabo mir vorhin erzählt, der mit war beim TS, dass wenn man trinken, dass, um das Ganze zu füllen, muss man irgendwie sehr viel trinken. Und man kann aber auch einfach dann an so einen Wasserhahn gehen und dann davon trinken. Ja, ich habe gerade eine Soda getrunken und ich bin immer noch thirsty. Was haben wir denn hier? Ja, das dauert eben. Das meinte er auch.
Boah, Alter, ich glaube, das kann dann ganz schön lange dauern, bis ich mal da bin. Sleeve. What the fuck? Ach, das ist eine Jacke. Wie cool. Kann ich auch was. Hast du schon eine Karte gefunden? Nee. Ja, aber Alter, ich habe so voll die korrekte Jacke. Kann ich hier drunter? Ja. Ich habe noch keinen einzigen Zombie gesehen. Aber ich habe auch nichts dagegen, wenn ich keinen einzigen Zombie sehe. Ja. Ja, Zombies gibt es jetzt noch nicht so viele. Hab nichts dagegen. Erstmal das Spiel kennenlernen. Ja, eben. Ich hab jetzt mit 1 habe ich einen Schraubenschlüssel, ja. Ach, man hat jetzt unten so seine Waffenauswahl. Ja, genau. Hier liegen Bücher, ich kann mal wetten, da. Echt, Leute, ich kann was damit machen. Call of. Was? Kannst du hier lesen? Call of Zulu? Ah, ne, Zulu. Nehmen, ich will ein Buch nehmen. Kann ich jetzt lesen? Toll, ich habe ein Buch, aber ich kann es nicht lesen oder öffnen. Ich komme jetzt in die Nähe von so einem Wald, aber ich sehe irgendwie noch keine Stadt. Oder ein Haus. Hier ist auch noch ein Black Pen, okay. Oder Menschen. Hm. Ach, da lag ein Dings auf dem Schreibtisch. Bist du in so einem kleinen Dorf? Ich hab einen Motorradhelm gefunden. Bam, Junge! Jetzt habe ich einen Motorradhelm. Hammer. Ich laufe damit jetzt rum. Das gibt mir sogar wahrscheinlich Kopfschussschaden, ne? Schutz. Ja, Schutz. Ja. Kopfschussschaden, Junge. Hier liegt auch noch eine Cappy. Kann ich den Schrank da aufmachen? Nein. Ja, ich muss hier bald mal aus Tscherno raus. Also, ich werde jetzt natürlich hier noch alles looten und so, aber in der Stadt Tscherno ist es ziemlich dämlich, weil das ist die größte Stadt, die es gibt. Zumindest im normalen Daisy war es, also im normalen ist gut, in der Mod war es so. In der Mod, ja. Hier war ich schon drin. Das Problem ist, jetzt gibt es so viel mehr Gebäude, wo man rein kann, es gibt so viel mehr zu erkunden und zu looten. Man kann ja echt in jedes Gebäude rein. Hier steht ein Spieler. Hallo. Ja. Ah! Das hatten wir ja auch. Das hatten wir ja auch bei Seven Days to Die. Da war die Map an sich ein Spieler. Kleiner. Aber ja, also wir haben irgendwie auch schon einen Spieler gesehen, der hat uns ja doch beide eben gerade getötet. Ja, ich hab gerade. Was ist das hier? Ah, ich hab eine Orange gefunden. Nehme ich mal mit. Was ist das da? So, ich bin jetzt hier in so einem kleinen Waldabschnitt. Oh, ein Gebäude, das ich kenne hier. Was ist denn da? So ein Eckhaus. Ah, da rennt schon wieder ein Spieler. Aber er hat keine Waffe, genau wie ich. Lass mich in Ruhe! Ich glaube. Sind wir auf den deutschen Server gegangen? Ja, glaube ich schon, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich hab Feuerlöcher. Ich glaube, wenn ich den damit jetzt hier umknüppeln kann, ey, dann feiere ich mich. Ah, Mist, da liegt das in irgendwelche Äste. Die da rumliegen. Jetzt habe ich einen Feuerlöscher auf dem Rücken. Schade. Ja, kann ich da jetzt mitschlagen? Ja, ich gebe dem jetzt mit dem Feuerlöscher. Ich hab einen Feuerlöscher in der Hand. Junge, komm her. Wo bist du? Ich will dich schlagen. Ich habe Feuerlöscher als Waffe. Ah, und jetzt kann ich auch noch zu meinem Schraubenschlüssel wechseln. Leg mal hier den Feuerlöscher wieder weg. Ah, da habe ich noch was gefunden. Was ist das hier? Okay, ein verfaulter Apfel. Okay, eine verfaulte Orange. Ich glaube, die will ich nicht essen. Ich habe jetzt hier so eine Scheune gerade gefunden. Okay. Sehr gut. Was ist das hier? Ist das schon wieder ein Buch? Ich hab wieder ein Buch gefunden. Was will ich machen? Daumen mit den Büchern. Ich kann mal die Flashlight jetzt erstmal ablegen, weil die brauche ich, glaube ich, nicht. Batterie brauche ich auch nicht. Behalt mal den Schraubenschlüssel hier. Ich würde gerne mal einen Rucksack finden, ey. Ich habe jetzt hier so eine ganz kleine Hütte gerade gefunden. Ist irgendwas Nützliches drin? Ich hab eine Soda gefunden, perfekt. Ah, nichts drin. Guck mal in meine Jackentasche. Noch was? Voilà. Ah, ich habe einen Feuerlöscher zum Schlagen, das gefällt mir. Hab was, um mich gegen die Zombies zu wehren. Na, immerhin. Alter Junge, was ist denn hier passiert? Hier ist voll viel kaputt. Kaputt, Junge. Ach ja, hier ist ja die Crash-Site, also hier ist ein Heli in das International Hotel in Nein, verdammt, hier ist Sackgasse. In Tscherno reingehauen. Gehen wir mal ins International Hotel, vielleicht finden wir da einen Rucksack.
Ich habe jetzt hier so ein kleines Hüttchen gerade gefunden. Oh, eine Stadt, wo ich mich auskenne. War ein Spieler! Hat er eine Waffe? Nee. Dann lass ihn in Ruhe. Ah, oh, das hat er natürlich auch schon hier alles gelootet. Kann ich hier mit interagieren? Nee. Ja, ach, schade. Da liegt was in dem Schließfach. Aber ich kann da nicht hinter. Nein! Hm. Ich sag mal, wenn ich jetzt außerhalb von Tscherno wäre, dann würde mein Spiel eindeutig flüssiger laufen. Aber ich sag mal, ist halt jetzt so der Trieb, dass es Spaß macht, weil man halt das Spiel nicht kennt, weil man jetzt was Neues entdecken will, man herausfinden will, was es alles Neues gibt, weswegen ich gerne meine Karte finden würde, damit ich sehe, wie die Map jetzt aussieht. Mhm. Oh, was haben wir denn hier? Baseballschläger? Ja, Baseballschläger, Junge! Ole, 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 ole. Das war auch die Tür. Junge, ich hab einen Baseballschläger. Irgendwie finde ich nichts. Also kann hier nicht mal irgendwas Brauchbares drin sein. Kann ich hier mal wieder. Hey, hier war eben irgendwas. Oh, der ist mehr. More than 22 Inch, Junge. Kannst mal ablegen. Kann ich den jetzt wieder aufnehmen? Wie nehme ich den jetzt wieder zurück? So. Okay. Tür schließen? Hä? Hm. Wie benutze ich jetzt den... komisch. Ich kann jetzt den Baseballschläger nicht mehr auswählen. Ich laufe ja mit dem Baseballschläger in der Hand rum. Was ist das denn hier? Ja, der Typ eben hat mir schon alles weggesnackt. Gas Stove? Was ist das? Specially Designed Cooking. Ah, guck mal, ich hab so ein Gas-Ding gefunden. Gas! Ich hab so ein... Könnt ihr das hier aufkloppen? Nee. Schade. Ich hab so ein Herdteil gefunden, worauf man kocht. Ah, okay. Komisch. Alter, du kannst hier in jedes Gebäude rein, das ist so schlimm. Aber wenn ihr mal ein bisschen mehr spawnen würde. Oh, geil, edle Schuhe, meins. Anziehen. Junge, jetzt habe ich voll die edlen Latschen hier. Was ist das hier? T-Shirt. Nee, ich bleib bei meiner Jacke, die hat wenigstens noch Storage. Irgendwelche scheiß Latschen, aber meine Schuhe sind geiler. Ey. Ich höre zwischendurch andauernd einen Zombie. Hörst du den auch? Einfach mal ganz kurz so zwischendurch einen Zombie schreien. Nee. Oh, ich habe einen Rucksack. Nee, das ist kein Rucksack. Das ist schon wieder ein Motorradhelm, oder? Ja, aber der sieht cooler aus als meiner. Der wieder ein Motorrad. Ja, aber der passt voll zu meiner Jacke, ey. Das ist voll geil. Was ist das hier? Eine Mütze wahrscheinlich, oder? Ja. Ich bleib bei meinem Motorradhelm. Ja, das kann nicht angehen, dass man hier so gar nichts findet. Ich finde andauernd Bücher. Oh, was haben wir hier? Nee. Ich habe bisher noch nicht mal eine Stadt gefunden. Was ist das hier? Schon wieder ein Wundenstick. Mitnehmen. Ja, nehmen wir wieder einen Holzstock mit, Junge. Wer weiß, was man damit alles machen kann. Lol, wie geil. Die kannst du dir ganz tief hinten anal einführen. Oh Mann, die Schuhe stehen da normal, die kann ich nicht aufnehmen. Da ist wahrscheinlich wieder irgendwas Verrottetes. Ja, hier ist wieder ein verrotteter Apfel. Aber den esse ich erst, wenn ich Hunger kriege. Jetzt habe ich eine verrottete Orange und mal wieder ein Buch. Wie schreibt man hier so, eigentlich? Ah, genau so. Ja, auch wieder in Direct Communication und so. Du änderst auch wieder mit Punkt und Komma, änderst du wieder die Dinge jetzt. Was? Ach, direkte Kommunikation. Ach ja, okay. Wow, Alter. Wenn ich mir einen Baseballschläger irgendwie gegen die Wand schlage, hört das sich an, als würde hier irgendwie ein Schuss rumfliegen, ey. Hilfe. Was haben wir da hinten so? I need a map. Map. Map is what I need. Was ist das? Hey, hey. Blue. Ach, das ist auch wieder ein Kopfteil. Da rennt ein Spieler, der hat eine Waffe. Aber ich hab einen Baseballschläger, Junge. Ja, da deine Waffe, dein Baseballschläger, da, die hilft garantiert. Der hilft garantiert. Ja, der hat aber irgendwie so eine Primary in der Hand. Ich fühle mich hier in. Fühle mich hier in Tscherno nicht so sicher, weil das ist halt. Oh, was haben wir hier? Ja, ich bin vielleicht auch irgendwann mal da. Was zum Teufel ist das?
Kann ich damit schlagen? Nö. Ich höre Schritte. Ich glaube, da ist ein Spieler bei mir unten drin. Hilfe! So kann ich. Töte ihn! Ich versuch's erstmal auf die friendly Weise. Nein, hallo! Nö, schreien erstmal an. Friendly! Junge! Da renne ich hin. I'm friendly, du Bitch! Oh, ich habe eine Crowbar gefunden, aber ich glaube, ein Baseballschläger. Nee, Crowbar ist geiler. Crowbar ist nämlich. Ja, was? Das ist ein Brecheisen. Ich hab das. Ich glaube, ich bin gleich da. Ja, ich sehe hinten ein Dorf. Ja, ich glaube, ich weiß nicht. Ich wenn, du, wenn du so riesige Säulen siehst, so Sechserpack, die in der Mitte mit dem Gebäude, dann nee. Bist du in der Stadt, wo ich bin. Nee, ich bin jetzt, dann habe ich nur so ein kleines Dörfchen mit ein paar Häusern. Ich finde andauernd Kleidung, ich will einen Rucksack finden. Ah, ich glaube, ich begegne auch wieder einem Spieler. Wahrscheinlich dem, den ich eben auch gerade begegnet da bin. Da liegt eine Axt. Und die hängt da in der Wand. Wie kriege ich die? Da hängt eine Axt, Junge. Ich habe bisher nur ein T-Shirt gefunden. Ja gut, ich bin auch in einer riesigen Stadt. Ich kann die Axt nicht aufnehmen. Bitte. Oh Mann, fuck, ich kann die Axt nicht aufnehmen. Da ist so eine riesige... Oh, hier ist eine Telefonzelle. Mama, hol mich ab. Voilà, ich hab geschlagen. Ja, hier komme ich auch nicht rein. Hier ist ein Klo. Fernseher, ob ich den Fernseher klauen kann und irgendwo ablegen irgendwo verkaufen kann. Ich habe mal wieder ein Buch gefunden, leck mich am Arsch. I feel like having a drink. Ja, ich könnte jetzt wieder die Soda hier. Ja, ich trinke die Soda. Komm. Okay, ich glaube, hier werde ich auf jeden Fall gleich mal was finden, weil hier sind jetzt ein paar mehr Häuser. Sehr realistisches Trinken. Also hoffentlich finde ich da erstmal, ja, ich hoffe, dass ich da was finde zum Trinken. Nein, ich will doch jetzt nicht mit der Dose kämpfen. Wir werden schon mit der Crowbar kämpfen. Ich habe schon wieder irgendwo gegengeschlagen. Warte, wo ist die Feuerwache? Da ist die Feuerwache. Ich wette... Ah, dann ist ein Spieler. Ja, ich wette, ich bin nicht der Einzige, der jetzt eine Feuerwache will. Weil ich will einfach nur eine Waffe, wobei ich hier mit der Frame-Anzahl wahrscheinlich nichts treffen werde. Deswegen muss ich, wenn ich eine Waffe habe und eine Map, vielleicht finde ich da auch eine Map, das wäre cool. Ich würde eine Map lieber haben ja, als das? Eine Waffe. Ah, eine Hose. Ich will keine Hose. Ich laufe hier gerade durch den Park. Alter, wie laufe ich denn bitte? Laufe ich geduckt? Nee. Alter, wie schwul sehe ich denn bitte aus mit der Hose, wenn ich geduckt laufe? Ich bin so fasziniert von meinem eigenen Arsch, dass ich gar nicht mehr von meinem Arsch weggucken kann. Nein. Startbild. Ich komme nicht rüber. So, ich hoffe mal, hier war jetzt noch keiner drin. Ja, manchmal spawnt halt auch einfach nichts. Und mit manchmal ist gut, nämlich ziemlich häufig. Ja. Ein Eimer. Okay. Ja, den kannst du nicht aufnehmen. Oh, ja. Ohne Boden. Da Fug. Ein Eimer ohne Boden. Schön. Ich würde gerne mal was finden, wo ich mal mehr ablegen kann. Als den ganzen Scheiß, den ich bisher gefunden habe. Ja. Was liegt dahinter? Ich habe einen Schraubenzieher. Einen Can-Opener. Den nehme ich mal mit. Damit kann ich Dosen öffnen. Wer weiß, was ich damit machen kann. Dosen öffnen? Ja, aber vielleicht was noch. Hey. Zwei Dosen öffnen. Bin im. Wie kann der mich eigentlich anstupsen? Ach ne, der Flieger hat mich gerade angestupst, aber der ist atmen. Ich kann gerade nicht. Nee, gerade mal nicht. Der Sack, er sieht mich im Aufnahmeraum. Oh, ey. Moment. Was stell dir los? Ja, ich werde hier gerade. Ich muss mich mal kurz bei Steam offline stellen, weil ich die ganze Zeit. Und was jetzt die ganze Zeit gerade angestupst werde. Du hast die Standalone? Ah, oh, wegen sowas wirst du angestupft? Ja, ich werde bei, nee, er hat mich bei Steam deswegen angeschrieben. Ja, aber trotzdem. Also hier fliegen immer noch, ich habe schon wieder einen Feuerlöscher gefunden.
Also hier fliegen teilweise einfach so Sachen in der Gegend rum, die man dann auch nicht aufnehmen kann, was ich ein bisschen schade finde. Warte, ich wollte zur Feuerwehr.